Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Mathematik-Video. Heute eure tägliche Aufgabe, damit ihr euch auf das Abitur vorbereiten könnt. Das Thema ist heute Vektorrechnung. Ich habe hier auch wieder eine IQB-Aufgabe, Link dazu und die Quelle natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr drauf gehen. Und dann würde ich erstmal sagen, ihr könnt, das ist hilfsmittelfrei erstens, ihr könnt erstmal das Video stoppen, versuchen das selber zu lösen, ansonsten starte ich jetzt direkt. Gegeben ist die Ebene, jetzt muss ich wieder natürlich wieder von Aggression runterkommen, die Ebene ist gegeben in Koordinatenform. Und in Aufgabe A sollen wir bestimmen, der Schnittpunkt von E, also der Ebene, mit der x1-Achse, der Schnittpunkt von E mit der x2-Achse und der Koordinatenursprung sind die Eckpunkte eines Dreiecks. Geil. Bestimmen Sie den Flächeninhalt dieses Dreiecks und B, ermitteln Sie die Koordinaten des Vektors, der sowohl einen normalen Vektor von E als auch der Ortsvektor eines Punkts auf der Ebene E ist. Der Schnittpunkt von E mit der x1-Ebene, der Schnittpunkt von E mit der x2-Ebene und der Koordinatenursprung sind Eckpunkte eines Dreiecks. Das heißt, im ersten Schritt, lass uns doch die Koordinaten der Eckpunkte dieses Dreiecks berechnen. Und hier habe ich sie so genannt, A, O, C. Ja, O habe ich für den Koordinatenursprung gewählt. Der Schnittpunkt mit der x1-Achse, wie ermittle ich den? Indem ich in der Ebenengleichung die x2- und x3-Koordinate 0 setze. Und das macht auch Sinn, wenn ihr euch das visuell vorstellt, wenn der Punkt auf der x1-Ebene liegt, dann haben die anderen Achsen, die anderen Koordinaten, den Wert 0. Ja, und deshalb setze ich sie auch 0 in die Ebenengleichung, die wir hier oben haben. x2 0, x3 0 und dann löse ich nach x1 auf. Und wenn ich das tue, meine lieben Freunde, kriege ich für x1 minus 9 als Ergebnis. Dasselbe mache ich mit der x2-Achse. Heißt, hier setze ich x1 und x3 0. Und dann kriege ich dementsprechend für x2 den Wert minus 18 raus, das seht ihr hier, und daraus kann ich den Punkt C basteln meines Dreiecks. Und wir haben den Punkt A und natürlich aus der Aufgabe heraus den Koordinatenursprung. Jetzt sollen wir die Fläche dieses Dreiecks berechnen und dafür gilt die Formel 1 halb mal g mal h. Problematisch ist immer nur, ich habe weder einen Plan, was g noch einen Plan, was h ist. H, lustig. Wie kriege ich das hin? Und da müsst ihr bei sowas immer die Aufgabenstellung gut durchlesen. Der knackige Punkt ist nämlich, wenn ihr euch vorstellt, ich habe ja zwei Achsen und die Punkte liegen auf diese Koordinatenachsen und die Koordinatenachsen stehen auch alle senkrecht zueinander. Ja, also wenn wir hier x1 haben und ich nenne das jetzt einfach mal x2, tut mir leid, ja, x3 lassen wir kurz. Ich habe hier einen Punkt A, ich habe hier den Koordinatenursprung. Ah nee, sorry, ich habe ja eigentlich hier den Punkt C bei der x2-Koordinate und hier haben wir den Punkt A auf der x1-Koordinate. So, dann habe ich hier so ein schönes, knackiges Dreieck und auf Pythagoras angelehnt ist der natürlich auch rechtwinklig. Das Ding ist jetzt, okay, warum funktioniert das? Bruder, reicht doch auch mal. Das Ding ist jetzt, in einem rechtwinkligen Dreieck kann man die eine Kathete als die Höhe betrachten und die andere als Grundseite. Welche von den beiden Katheten ihr als was wählt, ist scheißegal. Ja, das interessiert niemanden. Wichtig ist nur, dass die eine die Grundseite ist, die andere die Höhe. So, wenn wir Punkte haben und so zwei Punkte, dann kann ich diese zwei Punkte auch beschreiben mit Hilfe eines Vektors. Ich habe hier einmal den Vektor 0c und ich habe einmal den Vektor 0a. Ihr könntet aber auch a0 nehmen und C0, das geht auch, das ist ja gar kein Problem. Aber ich habe es jetzt erstmal so gewählt. Das Ding ist jetzt, ich brauche nicht den Vektor an sich, sondern ich brauche die Länge von diesem Vektor. Ne? Ich brauche diese Länge hier, die braucht die Länge der Grundseite und die Länge der Höhe. Oder Größe, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Also brauche ich für den Vektor OA den Betrag und für den Vektor OC auch den Betrag. Das heißt, den Teil haben wir schon mal abgehackt. Ich habe hier geschrieben, für schön und klugscheißerisch in der Klausur, da der Punkt A auf der x1-Achse liegt und der Punkt C auf der x2-Achse folgt, die sind senkrecht zueinander. Spare ich mir ein bisschen das Schreiben. Und dann können wir jetzt die Höhe ersetzen und O ersetzen und können die hier irgendwie einsetzen. Genau, das Problem ist jetzt aber, wir kennen wieder den Betrag von OA nicht und wir kennen den Betrag von OC nicht. Und wie lösen wir das? Also berechnen wir die erstmal. Die Berechnung der Vektoren OA und OC erfolgt wie folgt. Hier müsst ihr aufpassen, immer Zielpunkt, also A ist der Zielpunkt, minus O Anfangspunkt. Ja,
dann kriegt ihr minus 9, 0, 0. Wenn ihr jetzt einen Vektor a0 genommen hättet, dann hättet ihr was anderes raus. Das könnt ihr nicht einfach so machen, irgendwie tauschen, wie lustig ihr seid. Am Endergebnis in dem Fall spielt es keine Rolle, aber dieser Rechenschritt wäre dann falsch. Punkt. Für den Vektor OC kriegen wir 0 minus 18, 0. Super. Und jetzt Betrag bilden. Ganz einfach. Pythagoras, dies, das, ne? Hier Wurzel aus jede einzelne Komponente dann addiert. Also Pythagoras solltet ihr kennen. Also hier minus 9 zum Quadrat. Wichtig, dass das in Klammern steht, die minus 9. Eigentlich plus 0 zum Quadrat, plus 0 zum Quadrat und alles unter der Wurzel, aber ist ja 0. Und hier haben wir das dementsprechend auch. Wir kriegen natürlich zwei Werte raus, 9 und minus 9, aber da es sich hier um eine Strecke handelt, macht die minus 9 irgendwie wenig Sinn. Jetzt müssen wir nur noch einsetzen, also hier OA und hier OC in die Formel. Dann sieht es so aus und wir kriegen 81 als Ergebnis. Fertig. Für Aufgabe B muss man ein bisschen räumliche Vorstellungskraft aktivieren. Gerade bin ich richtig müde, das ist richtig merkwürdig. Ermitteln Sie die Koordinaten des Vektors, der sowohl, und jetzt müsst ihr aufpassen, sowohl, also dieser Vektor ist ein normalen Vektor von E, als auch ein Ortsvektor eines Punktes auf der Ebene E. Was ist das denn für eine fette Bombe hier? Also, wir haben ein Koordinatensystem. Etwa so, ja komm, etwa so, ne? Und der Vektor, von dem wir reden, ist zuallererst ein Ortsvektor zu einem Punkt auf einer Ebene. Ich zeichne mal die Ebene jetzt so. Das ist ein Ausschnitt meiner Ebene. Und auf dieser Ebene liegt ja, meine lieben Freunde, ein Vektor, der normalen Vektor heißt und den werde ich kennzeichnen, indem ich zeige, dass er hier so senkrecht auf der Ebene liegt. Das Ding ist jetzt aber, ich kann diesen Vektor wild und wie auch immer verschieben, gar kein Problem. Ich brauche aber einen normalen Vektor, also einen Vektor, der senkrecht zur Ebene steht, der aber vom Ursprung ausgeht zu einem Punkt dieser Ebene. Das heißt, ich brauche diesen normalen Vektor. Nur hier am Koordinatenursprung. Und ich brauche ein Vielfaches von diesem Vektor, der zu einem Punkt auf dieser Ebene geht. Und jetzt sehen wir hier, ich kann das, was ich hier gerade gezeichnet habe, mit einer Gerade beschreiben. Und dieser Punkt, beziehungsweise der Vektor von hier nach da, wäre ermittelt worden, wenn ich diesen Punkt hier berechne. Also wenn ich den Schnittpunkt dieser Gerade mit der Ebene berechne. Schnittpunkt, Ebene und Gerade, meine Freunde. Erstmal stellen wir eine Geradengleichung auf. Man nehme eine Gerade g mit n als Richtungsvektor und n können wir ablesen aus den Koordinaten hier, der Koordinatenform. Hier steht ja eigentlich eine 1, also 2, 1, minus 2 ist der normale Vektor. Das kann man machen. Genau, das ist ja unser Richtungsvektor und er geht ja durch den Koordinatenursprung, also kann ich den Koordinatenursprung 0, 0, 0 als Stützpunkt nehmen. Damit lande ich bei dieser Parameterform der Geraden. Und jetzt möchte ich den Schnittpunkt von G und E berechnen. E sieht wie folgt aus, das habe ich nochmal schön runtergeschrieben. Und jetzt für G gilt Folgendes. Für die x1-Koordinate, weil eigentlich steht ja das wie folgt auf, x1, x2, x3 ist gleich. Und hier haben wir auch x1, x2, x3. Jetzt machen wir Folgendes. x1 ist dann, wenn ihr das einzeln betrachtet, r mal 2. Also ist das 2r. Also so, ihr geht hier, hier, dann habt ihr es. Die x2-Koordinate wäre einfach das hier, also r. Und die x3-Koordinate wäre, dann nehmen wir natürlich eine andere Farbe. So, x3 wäre r mal minus 2 oder minus 2r. Damit hätten wir die x-Komponenten in r umgeformt und die können wir dann wiederum in die Ebenengleichung einsetzen. Also hier für x1, hier dann für x2 und minus 2r dementsprechend für x3. Dann sieht das Ganze so aus und wenn ihr das umformt nach r, kriegt ihr für r minus 2 als Ergebnis. Das Einzige, was ihr also jetzt tun müsst, ist minus 2 in die Gerade einzusetzen, also hier für r und dann kriegt ihr minus 4, 2, 4 und dann wäre ein Antwortsatz natürlich schön. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Das ist natürlich das Wichtigste. Schreibt mir gerne eure Rückmeldungen in die Kommentare. Ich gehe jetzt erstmal fett pennen. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.